Ja, die Aufnahme, Kevin. Wollte ich nur mal gesagt haben. So. Oh, ist legit, was du da sagst. Das stimmt. Ja, sehe ich auch so. Ja. Fangen wir wieder mit Tellern an. Also. Fangen wir dann mit deinem komischen Talon da an, oder was? Jo. Oder ihr wollt irgendwas anderes, aber wieso das Boost halt, ne? Ja, würde ich sagen. Ja, Zelle, sorry. Pathetic. Wie, ich war gemutet und du... Hä, hey, ich hab gesagt, mach mal die Aufnahme an, du meintest, ist legit, nee, was du da sagst. Wir hatten legit zu meinem Loi wunderbaren Gesang gesagt, ist legit. Mind blown, ey. Ich so, ja, mach die Aufnahme. Du so, oh, ist legit, was du da sagst. Und dann sag ich so, ja, bomber Teller. Und du so, ja, fangen wir mit dem Talent-Bun von dir an. Wenn du willst. Und ich hab so, hey, hab ich doch gerade gesagt. What the fuck? Hat einfach mega gut gepasst, ey. Was waren wir jetzt? Was war das jetzt, was wir da S hatten wir, oder? Nee. Was hatten wir denn hier gebannt? LeBlanc hatten wir noch in der ersten. Ja, aber da war noch was anderes. Ja, wir haben Shen gebannt, weil die Ohren gebannt haben. Erstmal Warwick erstmal bannt. Also wir hatten die gebannt. Wir hatten Ezreal gebannt, ja. Ezreal Ohren hatten die jetzt noch gebannt. Und wir hatten Shen gebannt, damit, wenn wir... Ja, ich meine aber im ersten Game. Ja, ja, das meine ich ja. Ja, aber Kutscher meinte gerade Rakan. Warum soll ich? Okay, was bannen wir jetzt? Ja, jetzt. Also sagen wir jetzt das Szenario, sie bannen jetzt nicht Rakan und Shen ist offen. Dann lass doch jetzt einfach Shen bannen, dann kriegen wir entweder Ornn oder Rakan. Ja, aber dann kannst du Ornn bannen. Achso, ja gut. Was ist, wenn die weder Ornn, Xayah, Rakan bannen, dann picken wir Ornn und die Xayah, Rakan? Ja, das ist wieder Shen. Nee, da müssen wir Rakan picken. Wenn wir Rakan picken, picken die Ornn. Ich würde jetzt Xayah bannen, um ehrlich zu sein. Ich würde die nicht unbedingt spielen. Die ist auch gut gegen Ornn. Und die ist auch gut gegen Ornn und der hat die auch gut gespielt und ich habe die nicht so gut gespielt. Aber die bannen halt jetzt einfach Ornn. Gehen wir dann für Shen? Ja, aber die haben Ezreal auch noch offen. Ah. Bist du confident auf deinen S? Übel. Das ist gut. Ah, was, die werden dann wieder Ornn picken. Was, wenn die jetzt nicht hier waren, dann picken wir Rakan und die picken Shen Ezreal? Nee, Rakan hat nicht mehr so hohe Prio, weil Xayah gebannt ist. Wir haben Ezreal, Ornn. Okay. Also. So. Ja, go Ornn. Jetzt, also ich würde auf jeden Fall Ornn picken, okay, ja. Okay, dann picken die Ezreal auf jeden Fall. Dann werden die wahrscheinlich Ezreal, vielleicht sogar Ezreal Rakan picken. Ich denke mal, ja, Ezreal Shen, oder? Ja, Ezreal Shen würde Sinn machen. Aber kann sein, dass die den Rakan wegpicken wollen. Oder Ezreal Braum. Ja, das ist eine ziemlich safe Lane. Und vor allem dann könnten wir könnten sowas wie Kog'Maw Lulu oder so spielen. Kein Ding. Oder irgendwas, was scaled halt. Lane können wir nicht gewinnen gegen diesen super safe. Oder was meinst du, Kutscher? Ja. Können halt also? Twitch plus X spielen. Pick. Pick mit Twitch. Braum? Kannst du dich nicht da selber? Nö, das passt. Er muss halt entweder nach hinten oder nach vorne Schild machen, ne, gegen dich. Okay, was? Welchen Support jetzt? Blocken ist Solar enabled. Welchen Support? Ja. Irgendwas, was mich ultra safe stehen lässt jetzt. Nami, Lulu. Ja gut, er kann es ja erst machen, wenn meine Ultimate Lulu kommt. Oder Jenna, was willst du, was brauchst du mehr bei Kutscher? Egal. Ich werde von Lulu. Lulu ist more aggressive, das heißt, ich kann unten auch mal ganken, wenn irgendwie overextended ist. Oh, okay. Jenna ist so, weiß nicht. Ich glaube, Early Game ist Jenna für Ganks sogar besser, oder? Weil sie Slow und Knock-Up hat und Lulu nur Slow. Lulu macht Damage gegen die. Wobei Jenna macht halt echt viel Damage aktuell, das darf man echt nicht unterschätzen. Wollen wir Jungle oder Midlaner bannen? Midlaner von mir aus. Okay. Ich mache kein Pick into Ornn. Wir können auch Hecarim bannen, wenn ihr wollt. Ich fand den jetzt auch ziemlich nervig. Der hat Early eigentlich nichts gemacht, der hat dafür nur Power farmed. Aber war halt irgendwann ab Midgame dann disgusting. Also so ein Mann? Ja, also mit den können wir LeBlanc bannen oder können wir halt noch Hecarim bannen? Oder gibt's noch was anderes, was der spielt, was der neu ist? Was hat er noch gespielt? Sind wir immer noch offen? LeBlanc und Fizz. Nee, ich meine, glaube ich auch noch offen. Kassadin ist auch offen. Was spielst du denn so? Sylph? Bann mal LeBlanc und dann bannen wir noch Hecarim, glaube ich. Also er spielt jetzt auf Fizz, oder? Ich glaube, Hecarim ist doch wichtiger zu bannen, oder? Geht. Ja, geht. Mit unserer Comp. Also, wenn ich behind sind, dann Hecarim wird von Lulu hart gecountert. Wenn er reinläuft, kann er einfach von Lulu gepolymorphed werden. Das heißt, er müsste theoretisch mit Ult engagen.
Also ich würde jetzt... Wieso bannt ihr jetzt die ganze Zeit zu Morgana bannen? Nee, wir spielen ja mit Johnny. Morgana Gott 86... Nee, wann bist du geboren? 95? 93. Nee, ich wollte 96 sagen, dann wusste ich, dass 96 ich nicht stimmt. Ja, dann bann mal den Fist noch raus, dann gehe ich wieder für so. Weiß ich dann, wie ihr geboren seid. Ja, ja. Gegen gerne. Die Zoe, Alter? Ich würde gegen die... Pro. Ja. Vor allem, du kannst halt einfach... Du wirst halt einfach gehootet von Mauke, wenn du nach vorne jumpst. Und Ezreal kann deinen Steep dodgen, Braum kann alles von dir dodgen. Ja, warte mal. Alles korrekt. Also ich wäre jetzt aktuell noch nicht so ein großer Fan von Zoe. Aber mal gucken, was die picken jetzt. Wer ist Zoe? Alter, der ist ein Corki-OTP des Todes, oder? Ja, aber der hat halt voll in die Lane reingeschissen, ne? Also wir können den halt einfach nochmal so abusen. Ein Call, mir ist Wumpe. Ja, aber wenn du confident bist, dass du hier carryen würdest, also das Matchup, das Gegnerteam ist relativ scary aus, finde Zoe, finde ich, aber musst du callen. Was ist mit Kassadin? Ich habe keine Zoe übrigens. Also, Kutscher, was ist mit Kassadin? Habe ich ja noch weniger Spaß. Also, was bringt man jetzt im was bringt man Jungle? Ja, wie? Bringt Pressure. Ja. Und Zoe oder was? Also, mir würde, ich weiß nicht. Wir haben jetzt halt aktuell echt einen guten Teamfight und Zoe ist halt mehr so Pokimoki. Ein bisschen Bombo-Kombo würde uns gleich nicht schaden, aber wie du meinst. Ja, Malzahar, da würde ich sehen. Malzahar ist ja auch nix. So, wenn es Uri ist halt noch offen, so ist halt tausendmal besser. Aber mit Malzahar hätten wir halt nochmal eine CC-Chain. Wir können einfach, du holtest, ich rechtsklicke, Ohren, Malzahar. Nee, aber sag du. Für Uri. Uri, okay. Finde ich auch gut. Ui. Pantheon. Pantheon. Pantheon zu. Ist das? Mittel-Pantheon. Doch, nee, erstmal. Jungle-Pantheon. Oder Botlane-Pantheon. Oder ist es Ezreal, Jungle, Corki? Oh, Botlane-Pantheon wäre echt nicht so witzig, aber nee. Pantheon, Jungle, Alter. Warte, wie man macht, da ich halt richtig lang, glaube ich. Ne, mein hier, Tim. Keine Ahnung, mit Electrocute 100 Punkte. 1v1-Pantheon ist schon echt disgusting. Jo. Ich kann ja, da muss halt nicht viel können, ne? Die Skillshots sitzen. LOL. Lustig. Nö. Scherzkekse, ihr. Alle. Hast du mich gerade fett genannt? Oh. Nee, nur dünn. Hast du mich gerade 60% Fett, 40% Zucker genannt? Nee, ja. Nur kleiner Penis. Warte mal. So Leute, ich jetzt will so jetzt Tim. Gewinnen. Zwei Losses in Folge, das ist nicht drin. Nee. Was willst du? Cool, aber juckt hier keinen. Alter, performen. Jetzt sind meine Finger warm und meine Füße kalt. Ich raste Alter, aus. Ja, dein Fuß muss doch nicht spielen, Alter. Doch. So wie du gerade gespielt hast, kann ich mir das vorstellen, Alter. Ich mach mal Stage, Alter. Da sind bestimmt so richtige Eisblöcke. Kevin, das haben wir nicht das Problem. Nee, ich hab einfach nur wieder... Ja, weißt du, AdSense gibt nicht so viel Geld, Jungs. Ich kann nicht heizen. AdSense, ey. Glücksspiel lief nicht so die Tage. Ich bin also broke. Können wir kurz über Panther und Jungle reden? Der hat doch einen ultra schlechten Clear, oder? Der wird doch die ganze Zeit nur ganken. Ja. Ziemlich. Also einfach, wenn wir Early Save spielen, wird der so weit nach hinten fallen. Ja. Oder wahrscheinlich, da wir zwei halt schießen wollen schon. Weil ja, der wird wahrscheinlich richtig hart liegen. Ja, herzlich willkommen, Leute. Ich hab irgendwelche Schießtaktiken einführen, so. Ich hab halt Clamps. Und keine dummen Tode in der Lane und dann spielen wir das runter und dann gewinnen wir das, okay? Jawohl. Okay. Ja. Gut, dass Lens, du dich selber also ansprichst. Ich bin den heute noch nicht dumm gestorben. Nicht? Nee. Mhm. Du bist ja auch intelligent. Danke. Gib das zum Rest meines Teams. Ist ja auch nicht geil. Nee, ich stehe dazu. Oh lol. Könnt die vorhanden drüber. Lass mal drüber vorhanden. Jo, da kommen die immer angerusht, ne, mit so einem Speed. Kannst du gucken, hier bin ich noch? Machst du? Oder soll ich? Mach du. Ich hab mehr Zeit zu warten. Aber Raum noch? Warte noch kurz. Zombie Ward. Achso, die spawnen jetzt schon 10 Minuten, 10 Sekunden früher, dann ist das ja fein. Rainswap, Kappa. Der Panther einen Red Buff abfacken? Stopwatch, ne? Ich weiß nicht, ob die hier gewartet haben. Nicht?
Von hier? Hier ist das wurscht. Ja, komm. Du bist ja die Ballen, ne? Kann das sein, dass Mauka drin steht. Ja, der hat Level 1 nur sein Q, da ist er nicht so strong. Aber er hat trotzdem einen Passive Block. Nee, noch nicht. Oh, aber nicht hat er. Nee, hast recht, hat er. Geh mal rein. Keiner Auto-Attacks halt, ne? Hm. Ah, so sad. Warum hier? Fucking Guardian, Alter. Könnte auch sein, dass der Bot sogar startet, oder? Ach so, ja, ist also Level 2 gegen ist halt eigentlich zu attraktiv mit Red Buff, aber Braum SB ist halt so eine der geilsten Botlanes, die du haben kannst für ein Tisch. Ja, aber der startet ja nicht Blue. High DPS. Aber nee, macht er nicht. Warte. Oh, ich hab Q gemisst. Bot. Pass mal kurz auf. Koki kommt. Oh, Dings resettet. Koki kommt. Ich sollte fein sein eigentlich. Wer hat den Red gekriegt? Keiner, resettet. Noch keiner, der resettet. Koki immer noch Mist. Der neue Pulsefire Skin sieht ja sogar ganz nice aus. Ja, die werden Level 2 vor uns hitten. Ja, ja. Koki kommt wieder. Kannst du da raus? Die haben halt glaub, auf Level 1 einfach zu viel Base Damage und Base Tanking. Ich habe seinen Red halt, ne? Nice. Dann, ja. Kannst du mir gegenkommen? Ja, jetzt. Ne. Ah, fuck. Hunter und Flash. Aber ich bin Level. Also, er ist halt nur Level 1, ne? Ja. Die W-Skillen sollen, dann hätte ich escaped. Glaube ich, maybe. Kann der zu deinem Red? Ne, oder? Der ist halt Level 1, ne? Ja, aber ich meine, kann er deinen Red invaden? Denk nicht, so, ich gebe Move da direkt hin. Ich glaube, das war relativ worse. Einer und einer Schuss. War das dein Damage gerade? Ja, ja, ich hab EQ getroffen. Schuss Auto-Tick. Das können die nicht nochmal machen, Alter. Der trifft keine Q bisher. Naja. Ja, vor allem Braum, es ist halt auch so die mega eindimensionale Lane. Wir können halt einfach nur hinter Minion stehen und dodgen einfach alles, was die haben. Ja. Sowas wie Bart Esvi oder so hätten hier gebraucht. Für Lane Pressure. Ah, ich verpasse das. Die Bart Esvi, ne? Ja, leider. Aber war der nicht am Anfang relativ gehypt so von wegen Order? Fand er wahrscheinlich am Blue. Nee. Corky miss. Ihr müsst Botlane aufpassen, ne? Nicht unnötig sterben. Alter, ich vermisse die können runterkommen. Der hat auch Stopwatch, da Level am Minute 6 müssen wir Corky miss. Na, der Braum hat auch Inspiration mitgenommen. Corky ready. Wisst ihr, wo Heka sein kann? Quatsch. Tempion? Ja, Enemy Blue wahrscheinlich. Krabbe vielleicht. Corky hat wahrscheinlich bei deinen Raptoren in der Ecke gewordet eben. Ich geh mit deinem Base. Ist dein Gift Guardian die ganze Zeit blockt. Bitte? Ist nice, dass dein Schild die ganze dein Gift die ganze Zeit das Guardian Ding blockt. Ja, sehe ich auch so. Ich weiß nicht mal genau, was Guardian macht. Ja, wenn die zusammenstehen und Damage kriegen, kommt, blockt so ein Schild und. Ah, das hat 45 Sekunden cooler, dann ist echt geil. Ja. Du machst halt immer so ein Tick Damage. Koki geht jetzt auf Base. Ich würde da gerne nochmal rein. Alter, holen, ich muss immer so random Minions. So, kennst du diese Last-Hit, wo du den Minion Auto-Checkst? Der Auto-Check kommt an und der Minion stirbt mit dem Auto-Check, aber du kriegst keinen Last-Hit. Der hat einen Red-Pot. Wo war der? Ja. Wenn wir auf Esvil? Ja. Ah, Braum. Ich hab Rest Attack drauf. Koki ist Base. Das ist fine, Free Damage, pass du auf. Ja. Pantheon Move Bot side Jungle. Also der ist hier. Bot ist super low gerade, ist mega gankable. Ich bin in der Topside, ne? Pantheon. Ja, wir passen dann auch einfach. What's the jungle? Ja, ja, aber wir wissen ja, wo er ist. Also er ist safe hier. Muss flashen, sicher. Pantheon wird auch Bot sein, ne? So ja, ja, aber wir haben guten Damage gekriegt. Corky moved auch Bot. Naja, der Move-Feuer dachte, dass ich move. Könnt ihr euch diven? Nee. Also zu dritt vielleicht. Ich hab ja, aber Pantheon. Ah, Pantheon macht halt super viel Single-Target-Damage. Ja, ich kann nicht so weit vorne stehen, da kann ich einfach so. Ich hab kein Disengage. Kriegst du irgendwie Knock-Up oder so? Oder? Ich kann auch driven. Pantheon ist hier. Der will basen. Ja, wir müssen raus, wir haben gar keinen Backup gerade. Können wir gar nichts machen. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall eine Antwort, die können uns sonst mehrere Rays vom Tisch wechseln. Nach dem Aftershock, okay? Die dive'n Cut-Top. Oh wow. Corky moved. Okay. Nee, nice. Corky moved doch nicht. Pantheon ist okay, irgendwo. Okay, lass mal, wenn wir versuchen einfach denjenigen, der den Turret tankt, zu damagen, okay? Oder wollen wir den Esvil damagen, weil der Pantheon wird halt wahrscheinlich nicht. Ja, die werden es nicht machen. Kann der Pantheon bitte sein?
Ja, ja. Ich könnte ja jetzt von hier so kommen. Über sein. Erst hier, erst hier, erst hier. Können wir vielleicht ein TP kriegen oder so zum Scare? Ich hab kein Mana, kein gar nichts. Die TPen, ihr sollt TPen. Also, SW. Ne, keine Chance. Richtig, use STP. Nee, sonst hätten die Dings auch noch gedeiht wahrscheinlich. Ich kaum mal. Nee, glaube ich nicht. Ah, ist egal. Ich hab Ultimate ab. Hier auf die? Oh. Ich hab nichts. Crocky kann hier mehr. Der muss Base. Nice. Ich bin ja richtig ein bisschen verkauft. Ja, ist okay. Die haben den Töten nicht gekriegt. Das ist mega wichtig. Wir haben 2 für 1 getradet mit dem Dive oben eingerechnet. Ich bin halt nur mega behind jetzt. Was heißt mega behind? Ich bin 20 CS behind. Das ist nicht so doll, aber nicht so schlimm. Dafür bist du top auf mega halt, ne? Cocky kann hier, der ist doch super low. Was sind die für Sams? Weiß ich nicht. I don't know. Heal raus. Bin ich da? Ich komm in, ich hab noch hier, Ah, lass das nicht hören. Kann freezen. Ja, ich muss backen. So annoying, also, ne? Der Cocky kommt jetzt so oft weg in diesem Fick-Cup, ey. Im letzten Game war es so viel schlimmer. Also, Ashley, heal raus. Wir können wieder top holen, wenn du top kommen möchtest. Okay. Midlane hat auch kein Heal, also da geht auch was. Wir haben Options Topside. Miss Pot hat einfach chillen. Ja. Ja, die wollen halt also, den Turret. Wir chillen halt sowieso die ganze Zeit nur. Kann halt sein, dass die wieder diven wollen. Ja, deswegen, die wollen halt zu den Turret haben. Mit Level 6 wird's für uns noch schwieriger und nicht einfacher. In 30 Sekunden hat Cocky Package, so, der wird halt dann ordentlich Pressure machen. Wahrscheinlich wollen die Damage. Level 6 haben die mit Ezreal und Pantheon als Safe Damage um 1. Dann hast du Ultop. 45. Ah, der Freeze hat auf jeden Fall geholfen, ich hab gut CS zurückgekriegt. Ich move top direkt. Pantheon war hier, am Red. Okay, da ist er auf jeden Fall. Der ist noch Level 4, der hat keine Ult, das heißt, ich komm. Alter. Nice, good job. Nice. Braum ist Mist, Pantheon immer noch hier. Nee, Braum ist wieder. Toll, wie bist du denn? Ich finde nicht, warum der Cocky nicht Base geht für Package. Kannst du mir Backup für die Pflanze geben? Ich würde gerne nehmen. Wird fein sein, ja. Okay. Boah, kannst du aber auch so nehmen. Ja, der Pantheon war ja eben die ganze Zeit da. Ich geh von hier okay, auf die Midlane. Wird jetzt resetten. Oh, ja, okay. Ja, der wird resetten. Wie lange wir noch Bot halten können. Ja, Bot pressure die ganze Zeit rein. Okay, Cocky wird jetzt Base gehen, Package nehmen und dann wollen die da mit dem Bot einen Turret nehmen. Dann was wollen wir dagegen machen? Abgeben. Ich bin aber Level 6. Ich also, bin wenn nach wir Red Buff 6. Ich brauch noch Hälfte, Wenn wir hier ein even Matchup haben, mit gleichen Menschen, sag ich mal, dann glaube ich, können wir das irgendwie spielen. Okay, also ich kann Midlane die Wave reinpushen. Ich kann kommen. Alter, ich stand hier am Minion irgendwo. Boah, okay. Noch ein bisschen Level 6 da. Oh, fuck. Ich bin mit deinem Gate. Ich move. Komm hier hin. Ah, Pantheon ist da auch. War geflasht? Nee. Warum ist River gerade? Pass auf. Alter. Ach, Mann. Ult, Vorsicht. Ich hab Ulti jetzt ab. Hat Pantheon geultied? Nee, glaub nicht, oder? Wenn nee. Der bleiben. War noch gar nicht. Ach doch, der war kann halt backupen. Nicht mehr so viel die Moven jetzt, Cocky move jetzt auch wieder runter. Ja, ich glaube, dass wir den Turret so oder so jetzt abgeben müssen. Kutscher ist jetzt super low. Die können uns auch 3 gegen. Ja, wobei 3 gegen 3 natürlich, aber 3 gegen 4 werden wir komplett. Ach, als ob die hier schon auch Vision haben. Ja, lass den abgeben, bleibt uns nicht so übrig gerade. Das ist disgusting. Wir werden halt jetzt Lane swappen, ne? Na, Ornn ist halt. Also guckt euch mal die CS von Mauke an, Alter. Ja, deswegen. Das ist, ja, die sind am Drake. Ja, und fucking Tank halt. Fucking Top Tank gerade. 4 am Drake. Next one ist ein Inferno. Okay. Geh den Pink clear. Bot ist Base. Ich push noch eine Wave. Push noch die nächste aus. Blue, weil danach würde ich auch gerne resetten. Jo. Wir werden jetzt auch hochswappen. Ja. Nehmen wir mal die Pflanze. Ja, ja. Kutscher, gehst du auf Aden noch oder gar nicht? Ja, ja. Okay. Aber wir sollten auch wahrscheinlich swappen. Jo. Ja, 2v2 ist eigentlich fein, also.
Wir haben halt nur die Pressure gedived zu werden die ganze Zeit, Alter. Cocky ist gerade Miss. Push out rein. Move doch nicht zum Topside. Halt, Trish ist halt noch Full HP, deren ist halt relativ low. Also kann man vielleicht sogar forcen. Ich hab jetzt auch die P ab. Ich move aber mal top. Ich move mal top. Ah, jetzt brauchst du gar nicht. Nö, nö, aber ich will die Vision pflanzen. Ja, die haben halt mit Brauben relativ gutes Argument gegen irgendeine Art von Dive da oben. Ja, ja, Dive nicht unbedingt, aber wenn die halt Overextender sind. Also diven können wir die auf jeden Fall nicht. Nee. Bin noch ein Warum ist Mitte grad? Der ist alleine. Oh, what? Oh, die shit da. Nein, nee, kann ich nicht. Kannst du Mitte TP'n oder so? Ich komm mal Mitte, ich komm mal Mitte, das können wir vielleicht spielen, oder? Was haben die Gios? Was haben die Gios? Nix, paar Turn ult nur. Die haben ja. Kannst du sie kicken gleich für Damage? Ich komm grad von der Seite. Dann stirbt er. Jo, erstmal schön den Minions gestuckt. Wollte grad sagen, aber im Tor. Ordentlich feierbar. Wir sind jetzt noch eine Wraith, dann kriegt er so den Top-Push, aber ich glaube, das kann man verkraften, der Tower hat noch genug. Wir wird leider auch. Was machen wir gerade? Der Wave wieder da. Muck wieder top nach der Wave. Also ist halt itemtechnisch schon relativ weit. Bin rüber gewollt. Warum ist hier? Muss ich vielleicht ein Q geben oder so? Ja, das war klar. Wir kriegen schon wieder so viel Deep Vision in meinen Jungle rein, das ist echt disgusting. Haben die hier den gewardet? Ja. Ah, hab ich geklärt. Ja. Wir müssen gerade mal auf. Cocky, Richtung Bot, nee. Ja. Muss Bot aufpassen. Ich hab ein 1-2 Blade. Anton, hier können wir den abfangen? Ich komme. Nee, ich muss mit Lane. Ich kann auch, der Turret ist super low, ich kann Cocky nicht wecken. Willst du halt? Der hat Cocky und Flash. Ah, wir können aber nichts machen. Also ich okay, bin gefühlt einfach komplett nutzlos, weil die ganze Zeit wissen, wo ich bin. Ja. Pantheon hier, Corkate jetzt Package, die bereiten wieder Toplane Dive ja, vor. Ja. Wollen wir auf den Pantheon turnen vielleicht? Also wenn wir jetzt halt nichts dagegen machen, wird das gleich wieder passieren wie Botlane. Das ist halt nee, da bin ich einfach voll gestorben. So, das ist ja nicht derselbe Play. Move einfach top. Ja. Dann fährt halt mit Lane, aber ich denke mal, das ist sinnvoller, wenn wir dann oben was machen können. Oh, Jump Corky ist raus. Corky kommt von hier. Corky kommt von hier. Warte, du hast eine Lane? Ich kann die Corky halt die missen halt regelmäßig alles, aber ist halt für die irrelevant. Boah, hier kommt Corky. Oh lol, die Corky wissen, dass ich da bin. Ja, die TP'n hier. P. Warte, die TP'n, aber was machen wir? Nichts, glaube ich. Okay, wir machen schon mal was. Ich TP rein. Wir diven das Ganze hier. Das können wir spielen eigentlich. Cocky ist super low. Kommt mal holt. Cocky. Die sind ziemlich low. Hab's vergessen. Die haben einfach so viel Long-Range-Scheiße. Och, ich hab einfach von allen einen Q kassiert und bin gestorben dadurch. Schade, hätte ich Mana für Ult gehabt, wäre das super gut geworden. Ah, oh, er macht das doch noch hier. Orn! Und du stealst mir auch noch! Was hat denn jetzt gerade für ein Q? 3 für 3, war okay. Und ich hatte keinen Mana, also das hätte deutlich besser auch noch rausgehen können. Da hat der Kutscher aber lange überlegt, warum. Mehr Gold! Ne, ist doch logisch. Halt keine Assist-Gold. Drake ist in einer Minute wieder da. Team kommt einfach jedes Mal einfach nur darauf fucking fuchsen, die ganze Zeit Botlane zu diven. Das ist so langweilig. Ja, oh, shit. Wir picken auch Diver bekommst jedes Mal. Ja gut, vor allem mit Jenna Xayah ging's, aber waren wir halt early viel zu behind. Ja, that's true. Ja, eine Minute bis Drake. Ich glaube, wir können das sogar fighten, so langsam. Ja. Ich habe in 100 Goldblade. Wir müssen halt echt langsam einfach versuchen, den Twitch hochzukriegen und den Drake oder so. Das wäre auch noch ziemlich nice. Ich mein, mit deinem Trade ist halt die ganze Zeit auf 1 AP, die können wir easy nehmen. Ich gehe nochmal base, nehme ich jetzt Blade. Oh, Pink Ward. Ich habe keine Ult. Jetzt habe ich Ult, das ist so sad die ganze Zeit. Das ist gut. Wenn du rauskommst, wir haben übel gepokt. Und Drake ist in 30. Herr Kotter, wir den ganzen Tag weg, die Fotze, Alter. Das ist doch
fucking impossible, ey. Also, Ezreal und Corki haben beide noch keine Trinity und ich würde gerne die Dings holen, während Dings tot ist. Mauka ist hier mit Lane. Ich hab das hier so easy machen können. Ah, jetzt haben wir Backup von Twitch. Meint ihr, dass wir aktuell 5 gegen 5 Fest gewinnen würden? Ja, es ist kein 5 gegen 5. Corki ist gerade Base. Ne, der kommt aber jetzt schon wieder. Ja, meinst du prinzipiell, ja. Gibt's auch kein Pinkwort, oder? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie krass Kevin jetzt halt solo carryen kann. Sehr, sehr strong gerade. Ja, gar nicht, also. Kann er nicht engagen. Ja. Also, was machen wir? Wollen wir Mitte pushen? Ja, das versuchen wir natürlich. Einer Mitte kann hier Push haben, aber ich glaube, wir sollten fighten. Ich glaube, wir sind gar nicht sogar so bad, wenn die uns engagen. Die fangen ihn an, ich komme. Ja, ich hab eben fight beide Thumbskills. Die machen ihn jetzt, ne? Die machen ihn jetzt. Ja. Kann damit noch Ornul sein? Corki ist kicked. Nice. Oh shit. Mit Mau, okay. Mau. Raum. Vierer noch Cup. Hinter uns. Nice. Könnt ihr. Mitte. Jo. Ist okay, good job. Nice. Oh, das ist so fucking strong, Alter. Ja, ich komm vielleicht noch ran. Ah. Nimm den Tower. Ja. Einer dann Top-Farm. Twitch-Top-Farm. Ich mach. Oder einer von euch. Ja, ich mach. Good job. Ich hab das. Nice one. Puh. Wenn wir das ruhig spielen und dann mit solchen Ults mit Ohren und einfach den Twitch spielen, dann können die nicht viel machen, glaube ich, wenn wir da 2-3 Items haben. Glaube ich auch nicht. Du musst halt darauf achten, wie er sein Shield macht, ne? Ja, ich habe halt super lange gewartet. Das war halt ziemlich nice. Ja. Ich würde auch sagen, einfach ein bisschen entspannen. Die werden wahrscheinlich jetzt für Mitte Turret holen. Und die werden Harold wahrscheinlich jetzt auch forcen wollen, I guess. Ich weiß nicht, ob der Ezreal jetzt Trinity ready hat. Der Corki hat auf jeden Fall Trinity. Hier ist es wieder Infernal. Okay, ich resette kurz. Wir werden jetzt auf jeden Fall den Mid-Tower kriegen, denke ich. Die haben Vision clearen. Ja, wahrscheinlich, ne? Wobei, ich glaube, ich bin noch rechtzeitig da vielleicht sogar. Der Turret steht halt schon seit 10 Jahren so, Alter. Dass der Corki nicht einmal hingeht. Oh, unser Blue? Die gehen zu unserem. Ja, das habe ich auf jeden Fall bei Unluckys Clip gesehen, als er den Turret backdown wollte. Das lief ziemlich gut. Hier ist gewartet. Ja. Blue ist immer noch ab. Nice. Gehst du wieder Bot, Kevin, oder? Wieder Package, Corki hat Package jetzt. Ja, ich gehe Bottom actually. Ja, Blue ist besser. Jo, bin da. Ich merke die FPS-Drops gar nicht mehr, weil es so Standard ist. Die sind alle Mitte jetzt. Oh, ja. Ich habe kein TP noch 3 Sekunden. 5 Mitte, Corki hat Package. Ja, der den Turret sollten wir droppen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ah, vielleicht greeten, vielleicht gehen die irgendwie ein bisschen reckless, weil sie denken, wir geben den E ab und können vielleicht eine Ori oder so snacken. Mal gucken. Er hat noch keinen Trinity. Aber der hat Harold mit der Package schon mit Mauke. Ich renn. Das ist ein guter Spot für uns eigentlich, ne? Genau, wenn die uns halt so abhalten, wir können auch einfach den Tank fokussen. Der ist nicht so tanky, der Maokai noch. Ja, der hat gar keine Armor und ich hab Blade. Hier einfach den Maokai? Noch, ne? Die machen den immer noch. Ja, oh, Leute. Ich hab meine Ult raus, sollten wir decken, wenn ich. Der hat noch relativ viel. Ich stütte die halt hier! Ja, ich bin gezoned vom fucking Maokai, ich komme. Bin noch bei dir, Sola. Ich hab Corki. Hey, geh auf Maokai danach. Ja, Maokai. Alter, ich hab. Ja, die Maokai ist gut. Ich hab Nexus. Wir hatten den Harold bekommen. Könnt ihr das hier machen? Die. Ist so geil, das sind gute Trades für uns die ganze Zeit. Also okay, schade, wenn ihr halt Shockwave gewesen wäre. Ja, ich weiß, aber die Maokai ult war halt hier und ich war halt einfach, na, weißt du, wie lange die fliegt, Alter, das sind fucking Jahre. Ja, unsere Comp ist 10-mal besser als deren. Ja. Einfach outscalen die auch ziemlich. Wir spielen 10-mal besser als die einfach. Alter! Aua, ich hab Exhaust. Oh, scheiß drauf. Ein Auto ist, lass uns raus. Ja, renn nicht weg. Ich hab meinen Redemption jetzt auch ab, das ist doch ziemlich nice. Kann sein, dass jetzt Instant Herald Place, wenn die wieder da sind. Ja, aber die. Für den Bitte, Tom. T2 kriegen die trotzdem nicht, glaube ich, so schnell. Ich glaube, ich stay, ja. Kann ich ein bisschen mehr abfangen? Also, ich bin raus, ne, Johnny? Jo, nice. Er ist half. Ja, die wollen immer noch den Turret, ne? Vielleicht greenen die wieder. Ne, die werden. Also im besten Fall placen die Herald dafür und wir kriegen ein bisschen was. Der ist geht base. Der ist allein. Jo. Da stehen noch ein paar dahinter, ne? Ja, aber. Auch da. Ja, aber super weit. Corki push halt top. Ja. Verlieren wir den. Der droppt. Ach, fuck, das hab ich zu spät gesehen. Sorry. Ich geh trotzdem top. Oh Gott, das war mega dumm von mir.
Ja, also wenn ich Mitte fahren kann, wäre perfekt, sonst bin ich jetzt super anfällig für Pantheon auch. Ich du zwar auch, aber. Ich glaube, ich habe da noch ein bisschen weniger Tools, überhaupt irgendwas zu. Cookies Top Miss. Ich ruf runter. Wir kriegen Bot Turret. Okay, Cocky Top haben wir noch Miss. 1 Minute 30 ist Drake. Okay, ich nehme oben noch eine Wave und resette dann. Also das mal ein bisschen Tempo. Die werden jetzt mitnehmen wollen. Ja, werden die auch kriegen, aber das ist ja. Guck mal, der ist ja alleine gerade. Ah, wir sind nur 4, wir sind nur 4. Pink. Okay. Pantheon ist immer in Range zum Jumpen und so. Ich komme jetzt Mitte. Ja, stimmt, den Pantheon darf ich nicht vergessen. Ich habe 10 Sekunden Invis. Ich habe alles auch noch Invis. Ich habe einfach mal S-Wave gekickt. Einfach für den Poke. Ja, aber guter Damage, der hat kein Sustain. Ja, aber Midlane. Ah, vielleicht könnte er Midlane sogar noch treffen. Pass auf, die wollen vielleicht engagen. Beide gehen rein. So, da ist er. So ein Q einer, das ist ja geil. Oh, Pantheon ult. Ich mach Redemption. Redemption. Ah, shit. Holy. Ich bin da. Ist hier geworden? Die haben jetzt, wahrscheinlich. Ich check. Nee, ist nicht. Pantheon ult ist für Drake nicht ab, ne? Auf Pantheon? Ich hab eh drauf. Kann er nicht ulten, ne? Rola ist ziemlich weit weg. Kann ich mir nicht hin? Oh, sind die Lowlife! Nice. Nice. Ich hab Exhaust. Ich hab ult, der hat kein Flash, der ist tot. Good job, go Drake. 30. Oder pusht erst Mitte. Ah, keine Wave. Nee, keine Wave. Ein Hit. Stimmt, wir können wir face-taken. Auf geht's, Dicker. Good job. Hui, das war schön. Lass den Wurf noch mitnehmen. Oh, sorry. Da ist der Wurf gejubelt. Ja, ja. Ist ja da nicht mit drüber. Ja, das war irgendwie. Bisschen. Ah, mein Finger war auf E. Ich hab ja den Finger auch ab. Mit der Herald. Pantheon ist hier, der könnte Ult haben. Ich hab Exhaust. Ich finde stehen. Na, Botwave können glaube ich nicht so annehmen, sonst gehen die Mitte. Die wollen vielleicht chasen. Herald steht noch Mitte, ne? Wir müssen hin. Also ihr müsst resetten, aber ich laufe zu Fuß. Ja, aber Kevin ist denke ich genug für Bot, das ist fein. Ja, ja. Ja, wir müssen halt Mitte ist Herald, ne? Ich kann das hier nicht alleine treffen. Ich bin nochmal bei. 25 Ult aber. Die Ulten mit Maokai. Ja. Also nicht. Nice. Pantheon war hier hinter. Und die runter chasen? Kevin pressured? Ist nicht so einfach gegen Traum dann. Ich glaube, wir brauchen Zeit nicht, weil wir eh so krass scalen. Corky Package, Botlane. Okay. Hast du hier Raptors übrig gelassen? Ja, der was? Hat ja nur gerade eben gar nicht gemacht. Hier der? Ja, können wir. Bin auf dem Weg. Cocky ist gesplittet. Okay. Sicher? Weiter? Ja, weiter. Exhaust auf Cocky, hier kommt ein Redemption. Ich kriege Eswil! Ja. Oh. Cocky. Ja, das ist ja raus. Ich hab gar nicht hingeguckt, Leute. Ah, ist egal. Was kannst du? Oh, so close. Wenn du mir das 2 Sekunden früher sagst, dann ist er tot. Nice, Kevin. Okay. Ich denke, du bist. Können die Nashs richtig? Kann ich das verhindern? Ja, können die 100%. Ja, ich weiß nicht, die haben nur einen. Ja, die sind ultra. Also, ich finde die ziemlich weak. Weißt du, Pantheon? Ja, schon Pantheon ist nur tanky. Aber Braum und Pantheon zusammen, ich glaube. Ja, ich glaube, Johnny kann die abhalten, denke ich. Bin halt in 10 Sekunden auch wieder ab. Oh, TP hinter euch. Wie soll ich das denn jetzt machen? Okay. Das ist wahrscheinlich der Einzige, der hat. Ja, aber mit Maokai können die den machen. Ja, aber ich lebe jetzt auch schon wieder. Soll ich da trotzdem hin? Ich glaube, du musst. Aber es ist halt. Also, ich kann die halt safe nicht abhalten. Ich glaube, es ist ein Ziel. Nein, weg. Ah, shit, ey. Ja, aber. Cocky ist. Ich hätte nicht auf Cocky können. Also, Cocky kann ich im Auto-Tick duell nicht bumsen. Der macht viel zu viel Schaden. Durch meine 35 mehr. Ich hatte aber auch keinen Flash, jetzt habe ich wieder Flash. Ich kann halt nicht so viel gegen machen, wenn die mich so engagen. Ja, die Shockwave hat auch nichts getroffen mit was. Nevermind. Also, ich habe ja auch super aggressiv gespielt, der Maok hat der Ring. Lass uns jetzt mal kurz chillen, bis der Baron weg ist und alles. Kann ich die Topline gegen pushen? Ja, wenn die pushen, können wir auch fighten. Ja. Ich glaube, fighttechnisch halt, sind wir nicht schlecht dabei. Okay, ich nehme kurz die Topline raus. Ja, bis zum dritten Item, Sola? Dauert noch eine Weile. Kann ich die haben? Ja. Die werden jetzt mit zurücknehmen. Okay, ich geh resette, ich hab Loons. Top ist Low Push. Ich kann die halt flanken, ne? Ja, lass mich aber voll da sein. Wenn wir die Backline, wenn wir einen geburstet bekommen, ist komplett Free Yellow. Hier ist Corki. Warte.
Okay, ich komme jetzt. Ich bin super strong auch. Können wir hier? Wir können es probieren, wir können es eigentlich echt, oder? Ich bin noch ein bisschen weg. Hier, 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 hier. Oh nö. Dead. Holy shit, was war das? Hat der nicht hier geflasht, um mich zu engagen? Warum hatte der Flash für die? Ja, mein Bad, sorry, aber. Hey. Das ist einfach 11, 1, 3, what the fuck? Shit, sorry. Ja, auf mich? Stop. Ja, ich hab Glanz. Komm Bot. Nee, komm auch Bot an, okay. Falls sie für Tier 2 green. Ich glaub nicht, oder? Ich glaub auch nicht, aber wenn. Ah, doch. Ja, aber können wir auch zu dritt nicht deffen, oder? Ich hab halt mit Ardent. Nein, leider nicht. Ich hab auch keinen Keks oder sonst was. Ach, Mann. Ja, wenn die Fights gut laufen, dann hab ich so viel Schaden. Ich hab jetzt nur zweimal echt reingeschissen. Beziehungsweise in der Handfight, da war ich nicht da. Deren Teamcom ist halt schon wieder so AIDS, ich kann halt gar nicht rein. Ja, ich glaube, es hilft auch schon, wenn du einfach rauskickst, so. Ich glaube, die. Ich habe mit der Kugel mich halt so viel auf, sobald Maokai mit seinem Weg connected, bin ich eigentlich quasi schon tot. Das darf nicht passieren. Macht keinen Unterschied. Ich könnte auch anstatt Ardent Mikkels jetzt bauen. Krieg trotzdem den Knockback. Willst du Mikkels oder einen Ardent? Wahrscheinlich. Oder halt Stopwatch für einen Fight oder so. Stopwatch? Wäre gar nicht so bad. Okay, top. Ich würde jetzt aber Damage bauen, sonst bin ich zu weit hinter. Also er macht aktuell sogar mehr Schaden als ich. Top. Wird den ungern auch den Tier 2 in den Rachen schmeißen? Ich glaube auch, dass wir das machen können, sowieso nicht. Also wenn die das nicht. Dann ist halt ultra fett und halt so viele Kills. Typing. Engagen. Sollen wir Pause hier? Können wir Pause machen? Ich hab Piping, ja. Ja klar, können wir Pause machen. Du kannst ja schlagen. Alles klar. Was neu startet der? Julia schlagen gehen. Julia schlagen, okay. Hat er das gesagt? Ja, ne? Ich hab verstanden, Router neu starten, aber gut, dass du verstehst, Julia schlagen. Aber ich glaube, Kutscher hat das auch verstanden, weil er hat auch LOL gesagt. Ah, ja, what the fuck? Also ich denke, dass meine. Ich glaube, der hat Julia schlagen gesagt. Nein, oder nicht? Er hat gesagt, Router neu starten, als ob der Julia schlagen gesagt hat. Der geht wieder. Okay, doch, vielleicht doch. Was ist Julia schlagen oder was sie jetzt Router neu starten? Ja, keine Ahnung, ich habe sie gefragt, dass sie hat nichts geladen. Als ich wiedergekommen bin, war der Ping wieder gut. Also, vielleicht hat sie es heimlich ausgemacht, weiß ich nicht. Ja, guck, dann war es. Okay, never mind, ich Julia bin einfach schlagen. Zu nett. Okay, Jungs, jetzt nochmal volle Konzentration, ne? Wo war das Ding hier? Hemdsklammer ist verteilt. Wir sind halt später, haben wir halt. Switch Corky. Switch Corky. It's sexy. Jetzt sind sie gut ein bisschen Funnel. Ich hab jetzt Ardent ab. Nice. Ich hab irgendwie von Patch zu Patch das Gefühl, dass ich mehr in Minions stacke. Ich weiß nicht. Ja, das ist ja schon seit 10 Jahren so. Ich verliere mit jedem Patch 5 FPS. Wenn ich diesen Artefakt bin ich bei 10. Das ist einfach. Aber das Krasse ist, dazu. Ich lerne, ich merke 90 FPS jetzt gar nicht mehr. Jo, stimmt. 15 Sekunden Fire Drake. Aber ich glaube, wir sind schon zu spät, oder? Ja, auch relativ viel Gold gerade. Ich weiß auch nicht, ob in der Position. Sure? Ich habe keinen Flash gerade. Ja, würde ich auch sagen. Ich würde fighten, schwierig. Keine Ahnung. Weil ich kann den nicht stealen, ne? Entweder wir fighten oder. Glaubt ihr, wir können das fighten? Ich glaube, es ist nicht mehr zu sein. Ja, mit der Sue hat gerade seine stärkste Phase und ich werde jetzt mit jedem Item stärker als er. Wir pullen ihn halt raus, ne? Ja. Willst du trotzdem probieren? Nice, ich halte die ab, dann Weg, der Rest weg. Oh, lol, Corki? Oh, sorry. Oh, shit. Ich hol dich da raus, mein Junge. Ich will ult, Pantheon ult. Nice. Sorry, Kutscher. Da tut mir echt leid. Finishen können die nicht, oder? Ja, ich dachte, krieg ich das safe, wenn ich die Ult treffe. Oh, war vielleicht ein bisschen wasted. Mir jetzt ja, ist ja eh gleich wieder ab. Ja, ja. Mann, ey. Braum ist so. Ist einfach fucking gut gegen oder gegen unsere Teamkumpel, ne? Du musst irgendwie das Schild rauskriegen. Aber der wartet halt immer auf meine Ult. Ja. Aber ich kann dir dann halt die übel poken. Ohne ist schon auf Half, ne? Ja, ohne ist relativ gut. Das ist ein Braum, aber ja. Meine ich ja.
Ich spreche nur Deutsch aus. Sö. Brön. Mann, sowas finde ich zu witzig, oder auch damit? Braun, Alter. Brön. B-Raum. B-Raum. Gibt's auch A-Raum für? Okay, okay, was ist jetzt der Plan, Leute? Blubberfuhr. Warten, guten Fight nehmen, finishen. Hört sich gut an. Ja, wir sind halt echt in der Lage, das zu steuern. Lohnt sich vielleicht so, wenn Solar so mit seiner Ult engaged im Teamfight und der Braun dann sein Schild benutzt, dass Kevin dann ulten kann? Ja, könnte man auch machen. Boah, meine Ult ist super wichtig, aber. I don't know. Wenn du meinst, dass wenn die Ornn durchkommt, wir den Teamfight automatisch gewinnen, ja, weil sonst bin ich ziemlich useless. Also meine Ult ist halt schon mega wichtig. Was nochmal? Ich hab keine Vision, ich bräuchte meine Wards. Okay. Oh, die Pflanzen triggert bei. Ja, gut, dann wissen jetzt, ey. Lol, nee, nevermind. Go, go, go! Ich bin ein bisschen zu weit behind, aber ich kann mal. Nice, Pantheon. Hättest du nicht einfach Pulling machen können gerade? Ja, ich hatte Cooldown. Ich hatte nicht gespeedet. Oh lol. Ich hab noch Ulti, ne? Auch noch Ult. Korki hier unten. Nice, Damage. Oh man, bleib doch mal stehen. Ach, fuck mal. Er hat mich getrushottet. Damage, Korki, ne? Er hat mir mit 2 Autotext 1400 Damage gemacht. Komm da nicht ran. Oh, shit, das war welcher. Die können finishen, oder? Nein. Nein, nee, der war zu lange. Oh. Er hat wirklich. Er hat mich mit einem Auto-Tag, mit einem Static Trinity Force Crit Proc, hat er mich von 1500. Ja, auf wir stehen da ja auch super scheiße so. Das ist ja sein Job, dass er uns da Schaden macht. Ja, nee, sag ich ja nicht. Sag ja nur, das ist sehr viel Damage. Ja, aber das ist ja bei jedem Champion, wenn der dich so trifft. Wenn ich dich mit QB Auto-Tag treffe, bist du auch tot. Das ist ja. Stimmt. Das ist ja alles. Aber dein QV Auto-Tech hat Cooldown. Ja, ADC sind broken, aber das wissen wir ja alle. Sag ich ja. Darauf wollte ich hinaus. Ach man, ey. Kegel. Rollen. Können wir den Fight verlieren? Ja, wir haben jetzt halt gezwungen, der Corki hat uns halt geböllert, wie wissen wir nicht mehr. Der Pantheon hat halt, obwohl er quasi out of position war, hat er halt noch 2 Leute auf 20% gedroppt mit seinem E. Und abseits davon hat der Corki halt 3-4 Autotakes auf beide Carries durchgekriegt, wenn er das. Also wenn Corki die Carries autotaken kann, verlieren wir den Teamfight zu 100%. Aber ja, wie gesagt, da gedacht, so. Wir haben beide unseren Q gemisst auf einen Typen, der ist. Wie gesagt, wir haben das ja auch relativ hart. Oder Red. So. Ja. Ich bin 1200 Infinity. Ja, ich glaube trotzdem, dass die trotzdem noch hart outscannen, also. So, Level 16? Sein. Bunny? Half. Das ist einfach zu big. Wir brauchen auf jeden Fall noch AI auf Solo, glaube ich. Keiner bin Danny Wave nicht. Die pushen jetzt Bot. Baron ist zu einem Drittel ausgelaufen. Und die lassen uns die Wave verfrühen. Okay, vielleicht nicht früh, aber. Okay, wird Mutter einfach den Inner versuchen zu nehmen. Die sind jetzt Bot mit der Wave. Bot mit der Wave. Cockhead Package wieder, ne? Mann, okay, wird das raus. Wollen wir das droppen und danach re-engagen oder wollen wir komplett den Inner aufgeben? Wir müssen aufgehen. Ach man, sorry, keine Ult mehr. Abgehen. Die werden Mitte aufgehen, da. Da müssen wir mitleben. Das ist nicht gut. Also sein, dass sie versuchen zu finishen. Ja, die Wave ist auf jeden Fall groß. Ich habe 40 Ult. Also müssen wir eine Runde spielen. Ult die Wave. Jo. Ich habe mit 500 Infinity. Aber jetzt 80 Sekunden keine Ultimate. Aber du hast gleich wieder Ori-Ult, ja, oder? 25. Gleich ist okay. Relativ. Estriel? Ah, ne. Ah. Maokai. Ah, Pantheon ist drin. Gut gewollt schon, Pantheon. Das macht Damage. Boah, ich glaube, das könnt ihr noch. Wir haben 10 Sekunden Ult. Pantheon links. Pantheon ist halt hinter uns. Den kann niemand angreifen. Ich habe einen 3 Sekunden Ult. Ach, fuck, Mann. Jetzt können wir nicht dürfen. Oder? Doch.
Müssen halt Pantheon. Was machen wir mit Pantheon? Das! Schade. Treffer an, zu uns laufen. Die Dinger fliegen dir hinter. Oh, ist das bitter. Schade, Mann. Ah, der Ezreal war überraschend useless. Ich hätte eigentlich mehr Angst vor dem Ezreal. Oh, der Corki jetzt ist so. Es ist halt einfach genau das passiert, was wir meinten, so. Pantheon keine Kills geben. Was machen wir? Wir geben Pantheon Kills. Schade, aber GG. War trotzdem cool. Nee, verlieren ist dumm. Ja, verlieren ist dumm, aber wir haben verdient, wir haben besser gespielt. Ich hasse Top Lane. 4 Level vorne, 100 Farm. Das ist doch kein Schwein. Das ist halt immer okay, ne? Drück halt W. Das ist halt super doof. Ja, irgendwie, Molly Game war ich so getriggert auch vom letzten Game Camp, ne? So viele unnötige Fehler gemacht. Naja, nächste Woche gewinnen wir wieder, ihr geilen Dorsche. Jo, haut rein, Jungs. Gut.